Hallo nach Dossenheim. Ich sitze wieder auf meinem privaten Bildungssofa und habe einen Tipp für euch. Und diesmal handelt es sich nicht um ein Buch, sondern um einen utopischen Kongress, nämlich um die Veranstaltungsreihe Theater träumt Schule. Das gibt es seit ein paar Jahren. Die reist jedes Jahr von Stadt zu Stadt. Und wie es der Zufall so will, sind sie dieses Jahr in Göttingen vom 28. April bis zum 6. Mai. Und da sind viele spannende Leute. Ich werde mir da ein bisschen was angucken. Zum Beispiel Herrn Reinhard Kahl. Den kennt man vielleicht von dieser Dokumentation hier, Treibhäuser der Zukunft. Der wird die Öffnung machen. Herr Herbert Renz-Polster ist dabei, das ist ganz spannend. Der erzählt was über artgerechte Menschenaufzucht. Da schaue ich natürlich mal rein. Dann ist dabei Gerald Hüther, das ist der große Prominente. Kennt man vielleicht von dem Buch oder von Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Der wird das erzählen zum Thema, ich weiß es gar nicht genau. Das Thema ist, glaube ich, wieder ohne Gefühl geht gar nichts. Und wo ich mich besonders drauf freue, ist Axel Olaf Buro, der wird einen Workshop machen zum Thema, wie heißt es eigentlich? Ich muss nachgucken. Es heißt genau, die gute Schule ist möglich. Und es geht eigentlich um die Frage, jeder weiß, was gute Schule ist, aber niemand glaubt daran. Und da möchte er gerne Übungen machen und die Leute davon überzeugen, zum Glauben bringen. Und das werde ich mir auch anschauen. Und wer Lust hat, fahrt einfach mal nach Göttingen, guckt es euch an, vielleicht sehen wir uns dann. Bis demnächst.